So, neue Session The Outer Worlds. Wir sind auf unserem Schiff. Ich wollte gerade mit dem Victor, glaube ich, sagen sie, hier drin reden über seine religiösen Absichten und er hat einfach so viel zu quatschen. Das wollte ich halt gestern Nacht nicht mehr machen. Was ist deine Geschichte? Nothing too out of the ordinary. Just your run-of-the-mill vicar with a violently enthusiastic disposition. Total enthusiastisches Temperament. That's what my parents called it. I grew up in a pit of a town, much like Edgewater. I was destined to be a laborer like my parents, but I was infected early with a need to solve the equation. My passion didn't sit well with them. Waren sie nicht religiös? On the contrary. They internalized the precepts of scientism like no one I've ever known. They had a pure faith. A faith that brought joy to them regardless of the situation. I envied that. I wanted that peace. I thought if I became a vicar, I could find it. Or at the very least, find out why I lacked it. Christliche Theologiestudium-Probleme. Erstmal widerlegst du, dass es Gott gibt, um dann den Glauben zu Gott zu finden. Funktioniert nicht bei jedem. Erzähl mir etwas von deiner Religion. Das habe ich mich nämlich schon gefragt, was sie überhaupt anbeten. The simple version is this. The force which we call the grand architect created the universal equation that underlies and defines everything in the universe. Everything flows from the equation, or in layman's terms, the grand plan. Is the grand architect a consciousness? A natural force? Did it create the equation on purpose? The answers to these questions don't really matter. The equation, the plan, is all that matters. Contentment is found by accepting one's role in the plan. Abgesehen vom gelobten Architekten und dem Plan, an was glaubst du noch? Scientism, as its name implies, believes that nature abhors equality. The strong survive and the weak perish for the betterment of the whole. And reason, not emotion, is the seat of all morality. Wisdom means accepting the vicissitudes of life with grace and dignity. Das klingt nach einem grausamen Glaubenssystem. I prefer to think of it as looking at reality for what it truly is, not how we'd like it to be. Lass uns über etwas anderes reden. Yes? Also die Religion basiert auf die Weltengleichung. So sehe ich das. Der Architekt hat eine Weltengleichung geschafft, die alles erklären kann. Die es übrigens nie gegeben hat. Gab so ein paar Leute, die wohl damit rumexperimentiert haben und... Aber soweit ich weiß, gibt es sie nicht. Ziemlich vertrauensselig von dir, dich einfach zu verpflichten, ohne etwas über mich zu wissen. I run headlong into too many walls in my pursuit of the truth. This book is my last hope, and you were my only hope of getting it translated. Was ist, wenn das Buch nicht die Antworten enthält, nach denen du suchst? I honestly don't know what I'd do. This quest has consumed me for the better part of my life. I fear there's nothing else left to me. What about you? What's your story? Ich war Kolonist auf der Hope. Ein Wissenschaftler namens Wells hat mich gerettet. And how did he do that? Er hat meinen Körper von der Hope gestohlen, die sich am Rand der Kolonie befand, und hat mich aufgetaut. Well, you do seem different than every other colonist. Let's pretend for the moment I believe you. What are you going to do now? Ich helfe ihm, die Chemikalien zu besorgen, die er braucht, um den Rest der Kolonisten zu retten. That seems a dangerous proposition. Why risk your life now that it's been returned to you? Weil es das Richtige ist. A commendable attitude.
Ich wollte dich etwas über dieses Buch fragen. Hat es etwas mit deiner Religion zu tun? Bokonu, the author, had some interesting theories about man's perception of reality that I thought could be applied to our attempts to decipher the plan. Unfortunately, he was also one of the founders of the Philosophist School of Thought, so the book is banned in this colony. Das Buch haben wir ihn auf Edgard, mein Gott. Aus der Stadt mit dem Ei besorgt gehabt. Ein Vikar, der nach einem verbotenen Buch sucht, ist ein schlechtes Vorbild, oder? The story of my life. Most lay people are not aware of this, but we've not discovered any new insights into the plan for a long, long time. I had an idea that we should welcome the truth, no matter where we found it. I had the worse idea to share my thoughts with a superior. And that's how I ended up assigned prison duty, where I was fool enough to let an inmate bend my ear with stories of an original Bokonu journal. Irgendeine Idee, wo wir in dieser Kolonie jemand finden können, der Französisch spricht? I've been thinking on that. There's a former infamous philosopher scholar who fled Terra 2 some years ago. He's an expert on Bokonu. He's also who told me of the journal's presence in Emerald Vale. If anyone in this colony could translate that book, it would be him. Schön, dass die französische Sprache sich so durchgesetzt hat in der Zukunft. Dass ein einziger Kolonist es übersetzen kann. Ah, da ist es auch. Da ist meine Antwort. Im Ernst, nur eine einzige Person in dieser ganzen Kolonie, die Französisch übersetzen kann? The only one I'm aware of. I suppose we could always just ask random passers-by if they are fluent in it. Hey, der Captain bin immer noch ich, nur ich darf hier klug scheißen. A thousand pardons, my good Captain. I thought we were engaging in witty repartee. Now, as far as tracking down this scholar, we should start on the Groundbreaker. It's where I'd go if I wanted to get off Terra 2. Great place to pick up a ride to Hephaestus, Scylla, even Monarch. All I need is access to a data cartridge from the security terminal. Their easily hackable system keeps a registry of all crew manifests for both arrivals and departures. Okay. Wie kommt es, dass ein einfacher Vikar so ein hochbegabter Hacker ist? Before I transferred to Edgewater, I had a wealth of time to develop certain secular skills during my years serving a particular penitentiary flock. I meditated, led sermons, provided guidance to the inmates as needed, of course. I also played prison yard tossball and taught myself a bit about computronic security systems. Klingt gut, brechen wir auf. Thank you, Captain. Ach, heißt das, er will jetzt mit mir los? Ich muss doch noch mit der, Gladys war die KI reden, weil wir haben ja noch so einen Kampfroboter hier irgendwie. Welcome back, Captain. Oder Ada. How can I be of assistance? Was weißt du etwas über die Robotereinheit, die in der Absteckkammer verstaubt? The unit is a cleaning Sam. Hawthorne brought it on board some cycles ago, I'm sure with the intent to modify it, but I've never seen it up and running. Alex likely recorded progress notes detailing his efforts to modify Sam. If you check the terminal in your captain's quarters, we may be able to determine what work remains in order for Sam to properly operate. Die KI ist mir ein wenig suspekt. Suchbegriff Sam. Denk dran, du hast bei deinem letzten Job einen ausrangierten Reinigungs- und Wartungsroboter auf dem Schrottplatz im Emerald Vale gefunden. Es sollte kein großes Problem sein, den wieder in Betrieb zu nehmen. Mit ein paar wenigen oder bedeutenden Modifikationen kann ich mir sogar eine kampffähige Variante vorstellen. Man könnte quasi von einer höchst effizienten Säuberungsmaschine sprechen. Das könnte lustig werden.
Zweiter Eintrag. Entfernung des Werksteil Seifenreiniger erfolgreich. Lieferung des für den Kampf modifizierten Ersatzteils Säurereiniger verzögert. Projektverzug jetzt auf 3 Monate geschätzt. Ich habe ja sonst nichts Wichtiges zu tun. Oh halt, stimmt ja gar nicht. Ich glaube, die Lieferung kommt nicht mehr. Das Teil ist im Transit verloren gegangen und wird sobald nicht hier eintreffen. Aber es gibt auch gute Neuigkeiten. Ich habe von einem Typen gehört, der einen Mädel kennt, die den Händler kennt, der weiß, wo ich einen Säurereiniger mitgehen lassen kann. Und der mir für die Info viel zu viel Kohle abgeknöpft hat. Das Teil wurde an eine alte Lagereinrichtung in Roseway geschickt. Wer hätte gedacht, dass ich mal in das Drecksloch zurückkehre? Zum Glück ist Auntie Cleo schon seit Jahren da raus. Ich hol's mir dann nach dem nächsten erneuten Halt im Emerald Vale. Wales will, dass ich irgendeine wichtige Person begleite. Details folgen später. Tut mir leid, du bist danach gestorben. Aber schön, dann können wir uns später einen Kampfroboter als Begleiter zusammenzimmern. Und jetzt fliegen wir. Moment, wo wollen wir hin? Hier kannst du alle Planeten des Systems sehen und dazu noch ein paar relevante Orte, die du womöglich entdeckt hast. Du kannst an dein Schiff zu jedem freigeschalteten Ort fliegen, wobei manche Landeplätze besondere Codes und Schlüsse erfordern, bevor sie die Landung freigeben. Die Reise zwischen Planeten ist gefährlich. Angestellt wird empfohlen, lieber die sichere Route zwischen Wohnung und Arbeitsplatz zu genießen. Der Groundbreaker. Sprich mit Gladys auf der Groundbreaker. Okay. Ach, wir sind auf Terra 2 gewesen. Was ein schönes Ding. Can we talk? Natürlich. Hey, Captain. I heard that Groundbreaker's got a real good engineer. A lady named June Leigh Tennyson. So gut kann sie nicht sein. Das Ding ist ein Schrotthaufen. If I had to fix a station this big, I'd be spending all my time trying to figure out what needs doing now and what can wait. I was thinking that maybe I bought a meter. If you got time to swing us by, I mean. I don't got much experience fixing actual spaceships. I bet you a can of Borst and Beans, she could teach me all manner of stuff. Hm, klar, wir können jetzt gleich zum gleich am Maschinenraum vorbeisehen. Thanks, Captain. I'll be sure to make it worth your time. Did you want to talk about something else? Hast du ein Handwerk von deinem Vater gelernt? Hat dich so angehört, als du mit Reed geredet hast. Mostly, yeah. I lived in the maintenance office near all my life. Mr. Thompson never let me forget how funny that was. Du hast dein ganzes Leben lang an der Seite deines Vaters gearbeitet. Except for my schooling years, I was always beside him. Or tied to him. He used to carry me about in a sling when I was real little. When I got older, he set me to sorting tools and parts while he worked. Later, he taught me simple fixes like busted crate latches. Ich verstehe nicht, was daran komisch sein soll. He meant funny as in odd. It's not normal for anyone to do as their parents. You take a vocational test. That decides your schooling and your career. When I tested out for maintenance, everyone figured it was on account of my dad. They were real unhappy with us. Aber du machst deine Arbeit doch wirklich gut und sie macht dir Spaß. Well, I'm good at making things work the way they ought. Not so much at doing such to somebody else's schedule. There's times I'm working deep in the guts of a loader, getting it all running perfect. Then I look up to see it's tomorrow and I've blown another deadline. Anyhow, I was happy to get back home. I didn't care much for schooling.
Hat dir der Unterricht der Schule nicht gefallen? There were a whole lot of reading, not nearly enough doing. Like, before they'd issue a wrench, they wanted an essay on the design of different wrenches. Then there'd be quizzes on company regulations for storage and maintenance of wrenches. Ich erfahre so viel von ihr, was ich gar nicht wissen will. Und nach der Schule bist du direkt nach Edgewater zurück. Yep, nothing much had changed. Everything was a little grayer, a little dirtier. Dad met me at the shuttle and gave me a big old hug. I noticed straight away that he was moving slower and stiffer. He made a little grunt when I squeezed. Konntest du noch viel Zeit mit ihm verbringen, nachdem du von der Schule zurückgekommen warst? Wahrscheinlich ist er schnell gestorben. About a year. I tried to do more of the work so he could rest. His heart gave him pains. Dad never said that he loved me, you know. I knew on account of him showing it. How he'd stay up late to help with my projects or listen to my fretting. Oh gosh. Look at the time. Sorry to bend your ear so long. And I got so much to do before this ship's in decent shape. Ach, sie ist mein liebster Begleiter. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Begleiter werden es sein. Und wir nehmen Parvati mit. Obwohl, mit ihm müssen wir auch mal zwischendurch gehen, weil der will ja von dem Sicherheitslog, glaube ich, wissen, wo der Typ hin ist, der das Buch übersetzen könnte. Just checking your ship's manifest. Standard procedure. Welcome to Groundbreaker, by the by. Don't mind the heat. Got a few days before it reaches critical. I'm sure Miss Chief Tennyson will get it sorted before then. Du glaubst wirklich, dass das Schiff repariert wird, bevor es auseinanderfällt? Sehr schön. Zwei Sekunden hier ist schon was geklaut. Hey, Captain. That's not the point. This half would just knock out one of my workers. Yeah, with a tossball stick, I heard you the first time. There weren't any witnesses. No witnesses? He's not even denying it. Jackass had it coming. Shut it, Felix. You're not making this any better. You get cute with me again, you little back bay brat, I will toss you out an airlock. This is the Groundbreaker, not Byzantium. You ain't the law here. I am. Now move along. I don't have time for this. I need a trick. Going for a stroll around the docking base? Mir ist vorhin aufgefallen, dass du dich mit jemandem gestritten hast. Sure was. Got a knack for upsetting the board and the Mardets all at once. Between you and me, I was hoping they'd come to fisticuffs. Diese Wache hat gedroht, dich aus der Luftschleuse zu werfen. Yeah, yeah. He's like the rest of those board jackasses. All bluster, no grit. All you gotta do is square your shoulders and stand up to him. Bord ain't accustomed to disobedience. Ich hab gehört, du hast jemand mit einem Wurfballschläger umgehauen. The guy insulted my Rizzo's Rangers, alright? You can't just insult my Rangers and expect to get away with it. So, of course, I decked him with a tossball stick. I mean, what am I? Some kind of Fairweather fan? Rizzo's Rangers? Only the finest group of tossball players ever to take the field. He's a Spacer's chosen man, though. So when the Chosen beat my Rangers the other night, my foreman comes swaggering up with his head full of boasting. Also hast du die Ehre deines Teams verteidigt. Exactly. I was only doing what any self-respecting Rangers fan would have done. Look, this was a long time coming. Guy thinks he can push me around because he's some sky-high foreman and I'm just a back-bay's dock worker. Well, former dock worker. Guess I just tendered my resignation. Du hast echt Glück, dass du keine Strafe absitzen musst. You know something? I am lucky. I ought to raise a glass of zero G to my fortune. If I had the bits. Hey, not for nothing. But I saw you wander out of that ship over there by the dock. Wouldn't happen to be yours, would it? Im Prinzip schon. Der vorige Captain ist bei einem schrecklichen Unfall gestorben.
So your ship's got a dark and violent history? This is just too perfect. Hey, I don't want to talk your ears off. Guessing you got places to be. I appreciate your time. Ich habe deinen Namen nicht mitbekommen. Ich bin Pascal. Felix Millstone. Pleased to make your acquaintance. Felix Millstone. Man sieht sich, Felix. Wenn ich Bonusmeilen sammeln gehe. Just arrived. Head over to customs. Wheeler needs to process you. Also, klauen wird hier schon ein bisschen schwieriger werden. Identification, please. Hier meine ID. Captain Hawthorne, you said. Let me apologize in advance. I'm about to ruin your day. According to your ship's record, you've been flagged by the board. Your ship will be impounded until such a time as they see fit to lift it. But we've hardly been out of Edgewater long enough to get in trouble. Now, hold on. This isn't the end of the world. Probably. Wie bekomme ich das Problem gelöst? You'll want to take it up with Udom Bedford, our board representative here on Groundbreaker. His office is located along the starboard wall of the promenade. Shines like a Byzantium commode. You can't miss it. Irgendeine Ahnung, wieso mein Schiff beschlagnahmt wurde? Access to that information is above my pay grade, and I've turned down 3 promotions, so it stays that way. I shouldn't be mentioning it, but what the hell? This here, impounding your ship, it doesn't happen much. The board knows we don't take kindly to their interfering in our operations. If I had to take a guess as to why, you must have riled up someone important. Okay, großartig. Ich werde mit ihm reden und die Sache richtigstellen. You take the starch out of him? Well, you won't hear any complaints from me. Oh, and if you're headed that way, would you mind doing me a favor? Klar. Wanda Dorsett over in sickbay? Tell her the shipment's not in yet. It's not coming in anytime soon, and if she'd be so obliged to get off my ass about it. Verstanden. Much appreciated. Is there anything else I can help you with? Anscheinend herrscht eine gewisse Spannung zwischen dem Forscher und der Groundbreaker. You noticed, huh? Ist nur schwer zu übersehen. They can't abide an independent township, especially not one they gotta depend on. We're the first and last stop out of this colony. All their interstellar freighters come through us, and we skim a few bits off the top and manifest processing fees with every one. Folks around here will bluster that the board hates our freedom, but really? They know we can stop their out-system shipments anytime we like, and that terrifies them. Doch befindet sich eure Station in reparationsbedürftigen Zustand. Ihr könnt den Vorstand dazu bringen, sie instand zu setzen. You mean the heat? Sure, we can make them fix it. But what would they do in retaliation? They got assault cruisers, gunships, and a handful of mining operations at their fingertips. We push them too hard? Maybe they decide we'd be better in 10 trillion little pieces. Or they cobble together a new groundbreaker and put us out of business. The board wouldn't do that. Would they? It's a tough line to walk, no doubt about that. But we may do all right. So far, anyway. Kann ich hier irgendwo einen Job finden? Maybe. Most of the shipping traffic in the system passes through Groundbreaker. Every couple of months, we even get a big interstellar freighter. 2 biggest operations are the board. That is, Halcyon Holdings and Sublight Salvage. But there are independent operators around the promenade deck. Most of those jobs are going to take you off station, though. Und das kann ich gerade nicht. All right. Be seeing you. Könnte so viel reden mit dir. Hey. Was jetzt gerade aber nicht sein muss.
Picked up this weird signal the other day. It was coming from Monarch. Here we go again. No one lives on Monarch. It's a wasteland. You are hearing things. No, seriously. There was a lot of static at first, but then this voice. Du hast ein Ausweismodul gefunden, das du mit dem Holomantel kombinieren kannst. Wenn du das damit verbundene Sperrgebiet betrittst, wirst du automatisch getarnt. Graham? Graham, right. Broadcasting on a dead world full of monsters. Huh? Now I've heard everything. Ui, cool. Sehr hübsch. The Lost Hope. Go back to Byzantium, you gold-plated bastards. Yeah, no one wants you on Groundbreaker. These stairs are board property. Disperse now, or I'll detain you for trespassing. Dann reden wir mal mit dem Vorstandtypen. Ach komm, die sehen doch alle sehr nett aus. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. The board would like to remind spacers and other travelers that passage to Monarch is restricted for your protection. Okay, nach Monarch können wir erstmal nicht reisen. Canyons of Ah, yes. Wheeler messaged me you were coming. He must be the captain of the Unreliable, a vessel that used to be helmed by one Alex Hawthorne. And you are not he. Has something happened to my favorite scruffy freelancer? Hmm. Alex ist tot. Oh no, this is terrible. My dear friend, what devilry is this? In whose miserable fever dream am I trapped? Mein Beileid. Oh, Alex. There were so many arguments we'd yet to have. Wie standst du zu ihm? He was my dearest friend. My only friend. You have his ship, you must know. That picture of us on the promenade, me hugging him, him wincing. I keep a copy beside my bed. Did he? Natürlich, definitiv. Ah, that's just like him. Such a sentimental man. Tell me, how did he die? Wilde Möte haben ihn bei lebendigem Leib gefressen. No! How dreadful. That was always Alex's greatest fear, you know. Devoured by those fiends. Becoming one with their droppings. Mein herzliches Beileid. Können wir uns jetzt wieder den wichtigen Themen widmen? Right, right. You're going important places, I'm sure. Big, exciting, important places. There, I've removed the flag from your ship. I'm terribly sorry for the inconvenience. However, before you Ding schnell. Alex promised to tell me the location of Phineas Wells. I'm sure you've seen his wanted posters all over the colony. Did Alex tell you where Wells might be? Anything at all? Warum hat der Vorstand eigentlich so ein Interesse an Wells? You haven't read the posters? He's a terrorist, a thief, a madman. It's really in the colony's best interest that we stop him before he does further harm. Wie kommst du darauf, dass ich irgendetwas weiß über Wells? Well, Alex knew, or he said he did. And you have his ship. Maybe he kept some records around, or a conveniently placed note on his bedside table. Alex hat Phineas Wells nie erwähnt. Ich kann ihn nicht verraten. That's... Well, that's just terrible news. Law, what am I going to do now? The board will have my head. Oh, I'm sorry. This is terribly unprofessional of me. Is there anything else I might help you with?
Der Gag ist, er sieht wirklich aus wie ein Bedford. Wie meinst du das, dass der Vorstand dir den Kopf abreißen wird? It's personal business, I'm afraid. Miserably, terribly personal. Ziel dich nicht so, Bedford. I don't intend to be. It's just a matter of trust. Wie kann ich denn dein Vertrauen gewinnen? Information on the whereabouts of Phineas Wells would go a long way. It's, well, it's my white whale, I suppose. Ich kann dir leider nicht sagen, wo Wells ist. It's fine, really. It's perfectly fine. I understand. Now, if you've nothing else, please see yourself out. I'd like to drown myself in work. Aber danke fürs Freischalten meines Schiffes. So, mit Gladys sollten wir ja auch reden. Schiff beschlagnahmt, Fragezeichen. Es folgt eine allgemeine Bekanntmachung zu unseren Beschlagnahmungsrichtlinien. Wenn der Vorstand euer Schiff beschlagnahmt hat, dann müsst ihr das mit dem Vorstand klären. Ihr Botschaft befindet sich in dem protzigen Gebäude gegenüber der Sublight-Lagerhalle. Schickt alle Fragen, ausstehende Gebühren und Hassbriefe dorthin, vor allem die Hassbriefe. Wenn die Groundbreaker euer Schiff beschlagnahmt hat, dann zahlt die verdammten Gebühren und lasst meine Leute in Ruhe. Suche dringend nach einer neuen Crew, die mich aufnehmen kann. Ich hänge jetzt schon seit fast einem Jahr in Halcyon rum. Keine Ahnung, warum ich keine Stelle finde. So lange musste ich noch nie warten, um wieder auf einen Frachter zu kommen. Ich wollte eigentlich einen von diesen seltsamen Frachtern zurück zur Erde nehmen, aber ich konnte keinen finden. Und selbst die kürzeren Frachtrouten zu den inneren Welten werden wohl heutzutage seltener befahren als die Außenweltrouten. Falls jemand irgendwelche Infos über anstehende Arbeit hat, postet sie bitte hier. Hey, also das ist meine Geschichte. Mein Schiff war in verdammt schlechtem Zustand, konnte mich gerade noch so zur Groundbreaker schleppen. Wir konnten weder den Treibstoff noch die Reparaturgebühren, die Andockgebühren oder die Gebühren für das Nichtbezahlen der anderen Gebühren bezahlen. Weshalb ich hier jetzt wohl festsitze. Dann haben sie mir mein Schiff weggenommen und es an Schrotthändler verkauft. Jetzt ist meine Kreditbewertung natürlich am Arsch und kein Konzernfrachter will mich anstellen. Ich hoffe, dass es da draußen einen guten Samariter gibt, der mir eine Koje und Arbeit anbieten kann. Danke fürs Lesen. Diese Nachricht wurde in den letzten 632 Tagen 56 Mal geöffnet. Lüge. Wenn ich sie nochmal öffne, steht dieselbe Zahl da. Hacken wir uns mal rein. Hat jemand Private Taylor gesehen? Ich habe ihn schon seit mehreren Tagen nicht mehr gesehen. Und wie sieht's eigentlich mit der verstopften Toilette aus? Wenn Chief Gaying mir irgendwas beigebracht hat, dann, dass die Moral der Crew im direkten Verhältnis zur Qualität des Klos steht. Und ohne ordentliches Klo gibt's auch keine Privatsphäre. Das ist menschenunwürdig. Also lasst uns das endlich beheben. Auch wenn unser letztes Treffen auf der Groundbreaker schon fast 20 Jahre her ist, hatte ich gehofft, wir könnten die alte Gang nochmal zusammentrommeln. Natürlich ist heute einiges anders. Manche von uns sind jetzt Fernflieger, einige arbeiten für Konzerne, andere sind vermutlich schon tot und wieder andere fristen ein jämmerliches Dasein auf Tartarus und lesen diese Nachricht nicht. Aber ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben. Auf meine letzte Einigung hat leider niemand reagiert. Ich hoffe, das heißt nur, dass ihr mit Familienfesten und euren Jobs beschäftigt seid. Bleibt frei, Freischaffende. Ich kann das nicht lesen, ich bin für diese Liedstufe zu alt. Nachricht existiert nicht mehr. Verdammt. Zu viel gedrückt. I know she's in there. You can't get me out of there. Please don't make a scene, Dr. Fenhill. I am not making a scene. I'm sorry. Am I causing a scene? Dich kenne ich. See, Umfuru? We could have avoided all this unpleasantness if you just let me talk to Jesse in the first place. Worum geht es da mit deiner Freundin? Let me get one thing straight. Jesse and I are not friends. I just owe her, okay?
As for the rest, I'm trying to figure that out. All I know is that she's been here too long, and she's apparently not receiving visitors. Moment, du magst sie nicht mal, aber du siehst nach, wie es ihr geht. You say that like it's weird. Es geht mich ja nichts an. Ich war einfach nur neugierig. I just don't like to leave a debt unpaid. That's all. Vielleicht kann ich ja bei Jesse mal vorbeischauen. Be my guest. If you know something I don't about dealing with hospital bureaucracy. Ich denke mal, ich kann den vorne ganz gut überreden, dass wir rein dürfen. Something I can help you with? Ich würde gerne mit Jesse Doyle sprechen. If only my other patients had so many inquiring after them. I'll tell you what I've told the others. The records say Miss Doyle checked herself in and requested I admit no visitors. Requests of our patients are paramount, so no, you may not see her. In den Akten steht, hast du überhaupt schon mit ihr persönlich geredet? She's not my patient. I'm certain no one on my staff would falsify patient records, if that's what you're implying. Ja, kann ich Vorräte kaufen? Not without dispensation from Chief Jun Lei, I fear. Supplies are hard to come by out here. Oh, wie meinst du das? We don't have the ability to manufacture our own medical supplies here on Groundbreaker. Regrettably, we are dependent on the board for such mundane items as bandages and antibiotics. Sollte ich nicht zur Krankenstation eigentlich gehen und sagen, dass die Lieferung noch aussteht? We'd nearly signed a supply agreement with Anticleos, but they demanded we only use their branded drugs, and that's simply not tenable. Take care. Can't say I've seen you before. I take it you're a freighter, Captain? If you're here to better yourself, you'll have to wait. We're having a spot of trouble with our delivery service. Ich soll dir von Wheeler ausrichten, dass du ihm wegen deiner Lieferung nicht mehr auf die Eier gehen sollst. Wheeler meinte, dass mal deine Lieferung noch eine Weile auf sich warten lässt. He must be referring to Irion. I'm sure the fool's gotten himself into another scrape. I'm beginning to wonder if I'm ever gonna get my service mechanicals at this rate. Ich könnte ja nach ihm suchen. I'd be grateful if you'd spare the time. We need his delivery soon as yesterday. Last he told me, he was taking a shortcut by Scylla, an asteroid in the Charybdis cluster. That's where I'd start, were I the adventuring type. You look out, though. A place is probably crawling with outlaws. Ja, und wir haben erstmal noch genug hier zu tun. Patient verspürt ungewöhnliche Nebenwirkungen nach der Dekryonisierung der letzten Reise, beklagt sich über längere Tage und mehr Langeweile, als würde die Zeit selbst langsamer werden. So schwere Komplikationen habe ich noch nie erlebt. Habe eine höhere Stim-Dosierung verschrieben. Ich bin zwar optimistisch, was die Symptombehandlung angeht, aber der Ursprung macht mir Sorgen. Ich werde mich bei ein paar Megafrachter-Crews und einigen Konzernärzten auf Terra 2 melden. Ich habe erfahren, dass interstellare Mannschaften das Phänomen als Sprunggrippe kennen und jemanden kennt, der das schon mal hatte. In Extremfällen ruiniert es Körper und Geist des Betreffenden komplett. Vorstandsmediziner, die wenigen, die mir geantwortet haben, bestanden darauf, dass sich der Patient die Symptome ausdenke, um seine Pflichten zu vernachlässigen. Ich glaube nicht, dass mein Patient simuliert. Aber wie beweise ich das, wenn der Verstand sich nicht mal meine Indizien anschauen will? Ach, wenn der Vorstand, Entschuldigung. Das ist übrigens das, was wir haben, womit wir die Zeit verlangsamen. Want something, you need to ask the doctors. I just worked it.
holographische Verkleidung aktiviert. Dein Holomant ist aktiv. Du kannst daher zeitweilig Zugang zu diesem Sperrgebiet erhalten. Bewegungen verbrauchen die Energie des Mantels. Wenn die Energie aufgebraucht ist, werden die Wachen dich zur Rede stellen. Wenn du dich aus einem solchen Verhör rauswinden kannst, wird dein Mantel zurückgesetzt, aber weitere Verhöre werden schwieriger. Slow day, huh? You ever wonder if maybe folks keep doors closed for a reason? Da unten siehst du übrigens meine Mantelenergie. Nein, hier steht keiner was. Ellie hat mich geschickt. What? Why? Everything's fine. We're all fine here. No need for her to be worrying her pretty little head about me. I'm just terrible, dreadful sick is all. Got a cough that won't quit and sores all over my body. Highly, lethally contagious. But I'll be fine. Ich glaube, die verarscht uns. Öffne die Tür, bevor ich sie eintrete. Should have known she'd send a bruiser after me. Damned if I don't rue the day I saved her scrawny little hide. Inadvertently, I befriended a bloodhound in the process. All right, okay. We can discuss this like the level-headed folk that we are. Seems I've got to do something before Ellie goes jabbering my business to anyone with one ear and an intent to listen. The truth is, I'm not sick. But if you repeat what I'm about to tell you to anyone, I will deny it with my dying breath. You, ain't with the board, are you? See, I owe them a lot. I might have missed a payment or two, and the other night I swear someone was following me back to my room. So I hold up here to lay low. Ich arbeite in der Tat für den Vorstand. Ellie hat mich gebeten, dir zu helfen, also habe ich vor, genau das zu tun. Udon Bedford's the board guy on the station. He'd know how I stand with them. If you can square things for me, I'd owe you one even bigger than Ellie owes me. Ich spreche für dich mit Udon Bedford. Thanks for helping me with the board. You're a real pal. Or I guess I should say, Ellie is one, huh? Naja, ich habe schon gelesen, dass relativ viele von Person zu Person Missionen drin sind. Ich muss jetzt nicht jeden Kleinkram stehlen. Ich bin halt gut. Vor allem medizinischen Vorräte stehlen. Oh, wo kommen wir denn hier hin? Mein Lagerraum ist auch offen zu einer Feuchtstelle. Ich habe gehört, dann schmeckt alles besser, was ich da drin lager. Penner-Tagebuch. Hab auf zwei Konzernfrachtern gearbeitet, bevor ich hier gestrandet bin. Jeder hat mich jammern gehört. Keiner hat mir zugehört. Für die bin ich bloß Hintergrundstrahlung. War nicht meine Schuld, dass der Captain früher los wollte. War nicht meine Schuld, dass keiner das Mannschaftslog angeguckt hat. War nicht meine Schuld, dass sie mich einfach so ersetzt haben.
Jetzt sitze ich hier im Dreck ohne Bits und ohne Bett. Nicht anders als der restliche Groundbreaker-Müll hier. So lebe ich. Und wenn mich keiner in eine Mannschaft aufnimmt, sterbe ich auch so. Wunderschön, gepresste Müllwürfel. Ich weiß schon, dass ich mich sehr verirren werde. Auf der Groundbreaker. Hey.